Morgen ist Heiligabend und in 2 Tagen schon Weihnachten. Die Zeit läuft und nach Version 28.01.01 tauchen die Leaks immer weiter auf. Es geht Tag für Tag weiter. Wir haben Informationen über einen möglichen Fortnite-Film von einem sehr bekannten Regisseur und dann nochmal Collab-Leaks, die in der Zukunft auf uns zukommen könnten. Bezüglich Autos werde ich alles in diesem Video besprechen, also lehnt euch zurück, um alles Neue mitzubekommen. Als allererstes, Freunde, wie erwähnt, es könnte einen möglichen Fortnite-Film in der Zukunft geben. Wir haben das über die Jahre immer mal wieder erwähnt, aber in einem kürzlichen Interview hat Zack Snyder, der Regisseur zum Beispiel von Filmen wie Man of Steel, Justice League oder Batman wie Superman, Dawn of Justice, bekannt gegeben, dass er gerne einen Film über Fortnite machen würde. Natürlich kann das jeder Regisseur von sich behaupten, aber Zack Snyder hat die Autorität, die Popularität und auch natürlich das Budget dazu. Also müssen wir abwarten, ich denke mal, bis ein Fortnite-Film überhaupt auftaucht oder geplant wird, dauert es mindestens 3-4 Jahre. Epic Games hat auf Twitter mit der Community selbst interagiert. Sie sind ja seit Fortnite OG und Chapter 5 viel, viel, viel interaktiver und reden mit der Community. Vor allem die Kommunikation ist sehr wichtig für Fortnite geworden seit der letzten Season. Und sie haben sich auch offiziell zum neuen Spind-Design geäußert, das viele nicht mögen. Ich zitiere: "Wir haben das Feedback zur Spind-Benutzeroberfläche gehört und können bestätigen, dass wir daran arbeiten. Ihr könnt davon ausgehen, dass in den nächsten Updates weitere Verbesserungen und Design-Weiterentwicklungen eingeführt werden. Das heißt, sie werden es wahrscheinlich updaten oder anpassen, sodass die Community zufrieden ist, weil derzeit ist es halt sehr separiert und sehr aufgeteilt, sehr groß. Eigentlich sollte es übersichtlich sein, aber das macht aktuell die Spind-UI nicht. Seit dem neuesten Update gibt es übrigens Texturen, die hinzugefügt wurden für jede Menge vermissten Poster für den entführten Charlie auf der Karte. Das heißt, geht zu bestimmten Bahnhöfen oder Orientierungspunkten und benannten Orten, dann werdet ihr an den Wänden diese Sticker bzw. Poster von Charlie finden. Auch folgende visuelle Änderung wurde mit dem neuesten Update auf der Karte vorgenommen. Ich denke mal, jeder weiß warum und das ist Epic Games ein bisschen später als sonst aufgefallen. Kommen wir zu einem neuen Rocket Racing Leak. Vor einigen Tagen gab es auch einen Hotfix, über den wir gleich sprechen werden, aber erstmal über diesen Leak, denn eine kommende Zusammenarbeit mit Automarken wird Citroën sein. Ich denke mal, jeder kennt Citroën. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich denke mal, ihr wisst alle, was damit gemeint ist und vermutlich wird es halt ein Auto geben, Aufkleber und so weiter, so üblich wie Jäger 619, Cyclone oder Lamborghini, was bald auf uns zukommen wird. Die Collab umfasst auch derzeit nur ein Auto, soweit Beast Event Creative weiß, der diesen Leak gepostet hat. Ähnlich wie Ferrari dürfte dieses Auto bald verkauft werden. Für Rocket Racing haben wir auch einen Hotfix erhalten, denn Silber bis Diamant wurde in Rocket Racing verbessert, also die Ränge. Die meisten Platzierungen ermöglichen den Spielern jetzt einen großzügigeren Fortschritt zum nächsten Aufstieg zwischen den Rängen, aber wenn ihr das Rennen ganz hinten beendet, werdet ihr immer noch Fortschrittseinbußen erleiden. Und eine kleine Info bezüglich XP-Glitches, was ihr auf bestimmten XP-Glitch-Maps mitbekommen habt oder haben solltet. Aber Epic Games könnte damit beginnen, Konsequenzen bezüglich XP-Glitches zu verhängen. Denn der brasilianische Content-Creator Sherby Gamer wurde laut seinem neuesten Video direkt von Epic Games in dieser Angelegenheit gewarnt. Möglicherweise droht bei solchen Creators eben der Verlust von Supporter-Creator-Codes. Zwar ist dies nur ein kurzes Video, aber derzeit sind halt die Leaks nicht so krass wie am Anfang von Chapter 5. Dennoch schauen wir uns mal den Item-Shop an, denn wir haben ein brandneues Bundle bekommen. Also die üblichen Sachen wie Star Wars sind jetzt auch wieder im Item Shop. Also überraschenderweise kamen die heute Nacht zurück. Dragon Ball ist zum Beispiel immer noch nicht hier, Freunde, obwohl das eigentlich für heute geplant war. Wie gesagt, diese API-Daten können sich jederzeit ändern. Dafür haben wir ein neues Bundle für 17,25 €, das am 10.02.2024 um 2 Uhr nachts den Item Shop verlassen wird. In diesem Bundle haben wir 3 Skins, 3 Spitzhacken, 3 Backblinks. Und ja, das war's eigentlich. Sind alle halt in diesem Gold-Thema mit Midas und so weiter, aber das sind eigentlich nur Reskins von bekannten Charakteren. Zum Beispiel dieser Goldfisch-Skin ist eine Anspielung auf Midas selbst und jeder dieser Skins hat eine Lego-Variante, also eine Lego-Minifigur, die ziemlich nice aussehen, muss ich sagen. Denkt daran, meinen Creator-Code LightSky10 einzutragen und somit war es das eigentlich auch mit diesem Video. Über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen und ansonsten bis zum nächsten Video.